Einen wunderschönen guten Morgen. Die Ellen Schaller hat mich gebeten, aus ihrem Buch Chemnitz eine Liebeserklärung ein bisschen was vorzulesen. Und dem Wunsch folge ich natürlich gerne. Der Ellen hat mich vor eineinhalb Jahren gefragt. Und die Fragen würde ich euch gerne vorlesen, beziehungsweise die gestellten Fragen erstmal vorlesen. Was lieben Sie an Chemnitz? Und einen Geheimtipp. Den Geheimtipp lese ich nicht vor, weil das steht ja in dem Buch drin. Aber was ich an Chemnitz liebe, das lese ich euch einfach vor. Als gebürtiger Wessi bin ich ganz bewusst vor über 25 Jahren nach Chemnitz gezogen, weil Chemnitz die Ruhe einer Stadt hat, die nicht alles hat, aber alles in der Nähe hat. In einer Stunde bist du beim Skifahren in Oberwiesenthal. Auch ohne eigenen Flughafen bist du von Dresden, Leipzig oder Nürnberg aus mit dem Flieger in Windeseile in allen wichtigen Hauptstädten Europas. Die Leipziger Seenplatte direkt vor der Haustür. Eine Stadt muss doch nicht alles selber haben. Man kann das Fehlen eines Flughafens doch auch als Mehrwert verkaufen und nicht als Mangel. Den Fluglärm haben die anderen. Und trotzdem ist alles da für die Chemnitzer. Dieser provinzielle, familiäre Charakter von Chemnitz ist angenehm. Unsere Stadt ist eine der grünsten in Europa. Das da hinten ist übrigens die Esse. Also da hinten war sie gerade. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Buch. Und dir, Ellen, einen wunderschönen Frühlingsanfang. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder da im Kabarettkeller. Ich wünsche euch was und ich wünsche dir was. Einen schönen Tag und einen schönen Frühlingsanfang. Tschüss. Hallo, ich bin Uli Klobe, Lehrer, Bauingenieur, Musiker und Ur-Chemnitzer. Und ich liebe diese Stadt. Das Zentrum industrieller Entwicklung. Maschinenfabrik Hartmann, Autounion oder Comsa AG. Hightech kommt schon immer aus Chemnitz. Und ich bin stolz auf unsere Sportler, auf die Weltmeister und Olympiasieger. Pauline Schäfer, Thomas Schönlebe, Petra Schneider oder Robin Scholkowi, um nur mal ein paar zu nennen mit S wie Super. Die triffst du hier. Und kannst ihnen die Hand schütteln. Das macht die Stadt aus, so zwischen Anonymität und jeder kennt jeden. Und hier ist längst noch nicht alles so zugebaut. In 0, nix bist du im Erzgebirge. Oder gleich schon rings um die Stadt bei 500 Meter hohen Bergen. Leipziger Seenplatte. Dresden, Prag. Die Lage der Stadt ist eigentlich ideal. Ostsee oder Alpen? Gleiche Entfernung. Lieblingsorte? Da kann ich mich nicht entscheiden. Aber mein Geheimtipp? Ja, gleich hinter mir. Und das ist nicht just for fun. Oder es ist nicht ein Museum. Nein, hier wird Sport gemacht. Keine 10 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Hallihallo, mein Name ist Christine Scholz. Ich bin 23 Jahre alt und arbeite als Sozialarbeiterin in einer sozialpädagogischen Wohngruppe in einem Kinder- und Jugendheim. Ich durfte bei Ellen Schallers Buch Chemnitz eine Liebeserklärung dabei sein und möchte jetzt gerne mein Interview daraus vorlesen. Konzerte und Comedians. Was lieben Sie an Chemnitz? Die Stadt macht unheimlich viel für Jugendliche. Besonders in der Messe gibt es immer wieder großartige Konzerte. Beispielsweise waren Santiano, Freiwild und Contra K schon mal da. In diesem Jahr kommt Silbermond. Auch eine Lifestyle-Messe gab es schon. Berühmte Comedians spielen regelmäßig. Zum Beispiel war ich bei der Luke Mockridge Show in der Messe. Und dieses Jahr freue ich mich auf Sascha Grammel im September.
Chemnitz versucht wirklich, den jungen Leuten etwas zu bieten. Neben den Konzerten tut sich auch viel in der Innenstadt. Bars wie zum Beispiel die Coffee Art Bar öffnen ihre Türen durch Konzerte und Veranstaltungen kleinerer, unbekannterer Künstler für Jugendliche und junge Heranwachsende. Ich wohnte etwas außerhalb, in Niederwieser, und mich und meine Freunde haben diese Angebote immer in die Stadt gelockt. Und gleichzeitig genieße ich, dass rund um das Zentrum von Chemnitz alles gleich wieder dörflich wirkt. Dieses Ländliche liebe ich, diese entspannte Atmosphäre mit den Grünflächen und der Natur. Lieblingsort: Die Steinwiesen beim SFZ-Förderzentrum auf der Flemmingstraße. Das ist ein riesiges Feld hinter dem SFZ, gelegen an der Straße Steinwiesen. Ein Ort zum Erholen, es gibt einen Grillplatz, man kann auf seiner Decke liegen und entspannen. Auch ideal, wenn man einen Hund hat. Geheimtipp: Quetzal, die Schokoladenbar auf der Straße der Nation am Roten Turm. Die haben dort belgische Schokolade, die kommt direkt in den warmen Kakao. Zum Niederknien.